Wir sind heute wieder in Langenhain, wieder an derselben Stelle, wo der KTW seine Eisbaden-Challenge angenommen hat und bestanden hat. Und ja, Dieter, ihr hattet den KVH aus Großen Linden unter anderem nominiert. Jetzt sind sie da. Ja, Wahnsinn, was die sich wieder einfallen haben lassen. Und uns so zu überraschen, dass sie dann eiskalt hier nach Langenhain an die Laucher kommen und ihren Wettbeitrag also einlösen wollen. Einfach nur Wahnsinn. Carsten, ihr habt euch jetzt 150 Kilometer nochmal auf den Weg gemacht, hier extra nach Waltershausen bzw. Langenhain, um das zu machen. Was hat euch bewogen? War es einfach nur eine Stammtischlaune? Wir haben gesagt, gut, jetzt machen wir das auch. Wir haben uns einfach gesagt, wenn das ist so ein schöner Bach, wir müssen das genauso machen, wie das die aus Waltershausen gemacht haben. Wir laufen da auch jetzt gleich durch und noch einmal zurück, logischerweise, weil die Schublade ja nur auf einer Seite stehen. Also wir haben uns auf jeden Fall gesagt, das, was die gemacht haben, machen wir auch. Und jetzt sind wir hier. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Die Jungs haben es schon hinter sich. Ihr werdet es jetzt auch vor euch haben. Wir haben natürlich ein paar Grad nochmal im Minusbereich draufgelegt. Ihr wollt sie immer ein bisschen härter und ein bisschen extremer haben. Und wir probieren sie jetzt einfach mal aus. Ich bin stolz auf euch. Ja. Wir auch. Das ist ja kalt. Ja, das mit dem. Ist da hier. Geh mal wieder ins Wasser, das ist wärmer wie hier draußen. Schweinerei ist das kalt. So, jetzt habt ihr kalte Füße. Meine Güte, ihr habt es durchgezogen. Ihr wollt natürlich auch nominieren, habe ich gehört. Jawohl, wir werden auch nominieren. Erstens mal war es uns eine Riesenfreude, hier zu sein und jetzt auch die 150 Kilometer, wie viel das waren, jetzt auf uns zu nehmen und hierher zu kommen und einfach mal hier durch den Bach zu laufen. Es kann ja sein, dass der eine oder andere sagt, dass wir vielleicht ein bisschen verrückt werden, aber uns war es eine Freude, hierher zu kommen nach Waltershausen und wir werden auch logischerweise die auch 100 Euro spenden an das Kinderhospiz. Das wird uns, ist uns einfach ein Anliegen auch, um das durchzuführen. Und wir nominieren natürlich logischerweise auch jemand. Und zwar wird das sein der KVH aus Hüttenberg und die GEV aus Gießen. Also, da kommt schon wieder einiges auf die Leute zu. Das heißt, wenn sie ihre Nominierung nicht erfüllen, 50 Liter Bier für euch, 100 Bratwürste und noch ein paar Kistchen Sekt für eure Mädels. So sieht das aus. Wir sagen danke, dass ihr hier wart und natürlich seid ihr jetzt auch erlöst. Ihr müsst jetzt nicht noch mal ins Wasser, außer ihr wollt jetzt noch mal eine Runde schwimmen gehen. Also mir persönlich hat es gefallen, also im Wasser war es wärmer wie draußen. Also, ich glaube, wir gehen gleich wieder rein. schwimmen noch mal eine Runde und dann ist das wieder gut. Ich danke euch, schön, dass ihr hier wart. Ja, und wir bedanken uns beim KVH aus Großen Linden. Bitteschön. Dankeschön. Gerne.